Natürlich auch an der Stelle kein Hate. Eigentlich schon, Digga. Du machst keine Fitnessvideos, wenn du gar keinen Plan hast. Kann aber auch passieren, dass euch das passiert. Was mir passiert ist, dass irgendwann eure Kniescheibe auf beiden Seiten komplett außen hantiert und arbeitet, Disbalancen entwickelt, nachher Schmerzen habt beim Gehen, Laufen, Skifahren, wie auch immer. Hey Leute, im heutigen Video schauen wir uns wieder Fitness-TikToker bzw. Fitness-Influencer an, die euch die feinsten und tollsten Technik-Tipps geben. Und ich erkläre euch, was daran falsch ist und wie ihr es richtig zu machen habt. Also meine Freunde, Kandidat Nummer 1 ist der Kollege hier. Ich weiß nicht, was bei ihm verkehrt ist. Er zeigt euch, wie man Bulgarian Split Squats richtig macht, ohne Probleme zu haben, den richtigen Stand zu finden. Und zwar wie folgt. Also das hier solltet ihr nicht machen, rumeiern, sondern ihr müsst das hier machen instead. Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, Punkt Nummer 3. Ganz easy. Und dann macht ihr exakt so eure Split Squats. So, und wem jetzt nicht aufgefallen ist, was der junge Herr falsch gemacht hat. Er hat alles falsch gemacht, Digga. Er bringt euch ein scheiß Setup bei für Bulgarian Split Squats, was gar keinen Sinn macht. Und macht alle Fehler, die man bei einem Bulgarian Split Squat machen kann, macht er einfach danach. Und also, da kriege ich das Kotzen, Digga. Pass auf. Stand ist mir egal. So, ihr kennt ja meine Empfehlung. Zwei Fußlängen. Also einen, dann den. Passt. So, und dann könnt ihr ein bisschen experimentieren. Aber das Wichtigste ist einfach die Technik. Den nach vorne. Da, zack, ja, macht dein Setup. Okay, alles klar. Punkt Nummer 1. Schaut euch das hier an. Komplett im Hohlkreuz, gar keine Rumpfspannung, also wirklich null Rumpfspannung. Und warum ist das bei einem Bulgarian Split Squat wichtig, dass ihr Rumpfspannung habt? Weil ihr bei einem Bulgarian Split Squat euer Becken neutral halten sollt, damit eure Hüftmuskulatur richtig arbeiten kann. Wenn ihr den Rumpf nicht stabilisiert habt, gleicht das Becken und die Hüfte gleichen alles aus. Euer Becken kippt weg, ihr könnt eure Adduktoren nicht richtig spüren, euren Gluteus Medius nicht vernünftig mit reinbringen. Wenn euer Rumpf bei einer einbeinigen Übung nicht fest ist, dann stabilisiert der Rest. Und der soll nicht stabilisieren, der soll euch bewegen. Das heißt, der Rumpf muss fest sein. Ich steht nicht in einem Hohlkreuz da. Punkt Nummer 1, freaking falsch. Das zweite Thema ist, das werden wir gleich sehen, er steht viel zu weit vorne. Das heißt, gleich ist sein Körpergewicht, sein Körper ist hier, sein Körpergewicht ist hier. Das heißt, nicht auf dem Fuß. Und was er auch macht, ist, er setzt sich auf sein hinteres Bein drauf. So, also ihr seht hier, sein Fuß ist hier vorne, er setzt sich jetzt hier nach hinten, bis hierhin. Ja, welcher Fuß hebt ihn denn jetzt hier hoch? Meint ihr, der Hintern von diesem Bein hier, was ist das für ein Fuß? Der linke Hintern wird jetzt hier eine Hüftstreckung machen? Nee. Meint ihr, der Quad wird jetzt hier irgendwie eine Beinstreckung machen? Nee. Sein gesamtes Körpergewicht, der Schwerpunkt liegt ungefähr hier. Das heißt, mindestens die Hälfte liegt auf dem Hinterfuß. Da er das mit Schwung macht, wird sogar mehr auf dem Hinterfuß hängen. Hier ist, er muss nichts mit dem Fuß stabilisieren. Ich verstehe es nicht. Sein vorderer Fuß muss nichts stabilisieren. Das heißt, er hat unten keine Kontrolle. Er steht wahrscheinlich einfach auf der Ferse. Es juckt ihn einfach gar nicht. Und wir schauen mal, wie er hochgeht. Mit dem hinteren Fuß drückt er sich ab. Dann geht er wieder rein. Nach hinten, mit dem hinteren Fuß drückt er sich wieder ab, volles Hohlkreuz, keine Stabilität im Fuß, keine Stabilität, also hier muss ja auch nichts stabilisiert werden. Ein Split Squat, oder ein Bulgarian Split Squat, die Idee ist ja, dass ihr ein bisschen Stabilität rausholt, dass das Bein, was auf dem Boden ist, wo ihr gerade quasi gar keine Belastung, gar keine Schwerkraft drauf hat, gefühlt, dass hier das Bein, die Muskulatur, Hüftmuskulatur, Beinmuskulatur, dass sie stabilisieren muss, dass sie arbeiten muss, dass der Fußball in den Boden gedrückt werden muss. Alles nicht vorhanden, wir sind in einem Hohlkreuz, keine Rumpfspannung, wir haben die Belastung auf dem falschen Bein. Der braucht keine Split Squats zu machen. Der kann genauso gut eine Beinpresse machen, hat er sogar viel, viel, viel mehr von, weil er trifft auch wirklich seine Beinmuskulatur. Komplette Scheiße. Und legt den Fokus natürlich auf das Setup, aber macht komplett die Übung falsch. Und wie ihr es richtig macht, das seht ihr jetzt. Natürlich auch an der Stelle kein Hate an den Kollegen, aber eigentlich schon, Digga. Du machst keine Fitnessvideos, wenn du gar keinen Plan hast. Doch, ein bisschen Hate muss schon. Okay, Leute, nachdem der Kollege uns jetzt das Paradebeispiel dafür gezeigt hat, was auf TikTok falsch läuft, zeige ich euch jetzt zwei Techniken, wie ihr Split Squats tatsächlich ausführen könntet, je nachdem, was eure Zielsetzung ist. Und zwar gibt es primär zwei Zielsetzungen, wenn ihr Split Squats oder Bulgarian Split Squats im Plan habt. Und zwar ist die erste, das ist somit der Hauptgrund, warum Leute das in den Plan mit reinschreiben. Und zwar ist das bilaterale Training von den Kniebeugen auszugleichen. Was meine ich damit? Wenn ihr primär Kniebeugen macht, das heißt, ihr steht auf zwei Beinen und beugt extrem viel, dann könnt ihr euch extrem viel Scheiße erlauben. Das heißt, ich könnte mich hinstellen mit parallelem Stand und mit den Knien komplett rausrotiert beugen. Ich würde nicht merken, dass irgendwas nicht stimmt, dass ich irgendwas falsch mache, dass irgendwas in meiner Hüfte nicht stimmig ist. Weil, also ich zeige euch nur kurz, was passiert. Wenn ich natürlich das Bein rausrotiere, nehme ich natürlich diese komplette Muskelgruppe hier drin, die Adduktoren, die extrem wichtig in der tiefen Position sind für die Hüftstreckung,
die extrem wichtig sind für die Stabilität, generell in der Hüfte, im Bein, bei der Kniebeuge, die nehme ich komplett raus, weil ich einfach exakt das Gegenteil von dem mache, was diese Muskelgruppe eigentlich als Funktion hat. Gleiches Beispiel andersrum, wenn ich natürlich beuge und meine Knie, die küssen sich in der Mitte, ich kann so beugen, ich würde nicht merken, dass ich irgendein Problem habe, aber ich nehme natürlich komplett meine Hüftstreckmuskulatur hier hinten raus, mein Gluteus Medius arbeitet nicht vernünftig und ich habe keine Stabilität in der Hüfte oder im Kniegelenk. So, und wenn ich das jetzt Ewigkeiten weitermache, ja, keine Ahnung, dann entweder passiert gar nichts und ihr habt Glück, zumindest wenn das so eine leichte Abwandlung davon ist, dann ist alles easy. Es kann aber auch passieren, dass euch das passiert, was mir passiert ist, dass irgendwann eure Kniescheibe auf beiden Seiten komplett außen hantiert und arbeitet und schön Abrieb erzeugt, also quasi, dass ihr ungleichmäßigen Abrieb habt, Disbalancen entwickelt, nachher Schmerzen habt beim Gehen, Laufen, Skifahren, wie auch immer. Und damit das nicht passiert, kann man einen Bulgarian Split Squat einbauen, weil, wenn man ihn richtig ausführt, habt ihr folgendes Phänomen. Ihr habt normalerweise eure Belastung weiter vorne beim Split Squat. Der Kollege eben hat ja schön gezeigt, wie man die Belastung komplett aufs hintere Bein verlagern kann. Aber ihr wollt die Belastung vorne haben, weil ihr wollt destabil dastehen. Ihr wollt lernen, bei einem Bulgarian Split Squat auf einem Bein stabil zu stehen, damit ihr beim Kniebeugen nicht krallt, damit ihr nicht auf den Kanten steht, damit ihr nicht auf der Ferse steht, sondern es ist lernt, auf den drei Punkten zu stehen, so wie ich es auch in jedem Tutorial erkläre. Das ist das erste Thema. Und dann ist das Ding, dieses Gleichgewicht, was ihr hier gerade schon merkt. Ich habe die Übung länger nicht mehr gemacht. Das ist das nächste Thema, dass ihr merkt wirklich oder dass ihr lernt richtig hier drauf zu stehen, also auch Druck auf den Punkt hier zu bringen und währenddessen euer Becken neutral zu halten. Das heißt jetzt nicht einzuknicken und hier ist kompletter Stretch drauf, keine Kontraktion. Nicht rauszurotieren, das heißt hier ist Kontraktion drauf und hier ist jetzt Stretch drauf. Das heißt ich halte hier keine Kontrolle, sondern Becken neutral zu halten und während ihr in den Bulgarian Split Squat geht, ich mache jetzt mal einfach nur einen Split Squat, dass das Becken während dieser Zeit auch neutral bleibt, das heißt nicht abknickt, sondern auf einer Ebene bleibt, dass ihr hier eine gleichmäßige Belastung habt von Gluteus Medius zur Adduktorengruppe, Gluteus Maximus, dass ihr die Hüfte und das Knie einfach gleichmäßig belastet. Und dafür ist der Split Squat oder der Bulgarian Split Squat eine geile Sache, wenn man es richtig macht. Das heißt, was solltet ihr machen? Nicht wie der Kollege gezeigt, irgendwie sowas hier, sondern ihr geht einfach hin, setzt eine Fußlänge vor die andere und die andere Fußlänge vor die andere und das Bein nach hinten und guckt, dass ihr auf dem Bein steht, primär. Ihr könnt hinten etwas Gewicht draufbringen, aber primär steht ihr auf dem Bein und achtet jetzt darauf, dass ihr den Rumpf erstens angespannt habt. Also nicht so im Hohlkreuz stehen, wie der Kollege das eben gemacht hat, sondern der Rumpf ist angespannt, wie bei einer Kniebeuge auch. Und ihr geht mit neutralem Becken in eine Hüftbeugung, in eine Beinbeugung. Belastung ist primär auf dem Fuß. Ihr könnt das Gewicht etwas nach hinten verlagern, geht hier runter, habt eine schöne Stabilität hier drin, müsst mit den Adduktoren arbeiten, mit dem Gluteus Medius und drückt euch aus dem Bein wieder hoch. Das heißt nicht von hier hinten mit dem hinteren Bein euch nach oben drücken, arbeiten. Das hier arbeitet nicht, sondern ihr konzentriert euch darauf, hier zu arbeiten, als würdet ihr zum Beispiel lossprinten wollen. Euch abzudrücken, aus diesem Bein, aus dem Bein gleichmäßig zu arbeiten. Im Prinzip wie bei folgender Übung. Ihr seid hier bei einem Step-Up und drückt euch aus dem Bein hoch. Nicht mit dem Hinterbein, nicht primär über die Hüftstreckfunktion vom Arsch, sondern aus dem gesamten Bein. Das sorgt präventiv dafür, dass ihr euer Bein gleichmäßig belastet und keine Disbalancen durch bilaterale Übungen drin habt. Was man bei dieser Variante machen kann, um ein bisschen mehr Gewicht zu bewegen, ich weiß, viele haben da Bock drauf, die Hüftstreckung ein bisschen mit reinzubringen, ist folgendes. Ihr könnt natürlich machen, ihr stellt euch auf das Bein drauf, alle Parameter bleiben gleich, weil ich zeige es euch so, aber ihr geht ein bisschen mehr, statt dass ihr gerade runter geht nach hier, könnt ihr natürlich auch ein bisschen mehr in diese Position reingehen, um ein bisschen mehr Belastung auf die Hüfte drauf zu bekommen. Das Konzept bleibt aber dennoch das gleiche. Belastung ist auf dem vorderen Bein, nicht auf dem hinteren Bein. Ihr könnt mit dem Winkel arbeiten, die Hüfte mehr mit reinbringen. Ihr könnt mit dem Winkel arbeiten und mehr eine High Bar quasi machen und hier drüber arbeiten. Wichtig ist aber, dass ihr über das Bein arbeitet, auf dem ihr steht. Das heißt, dass auch der Schwerpunkt ungefähr über dem Punkt hier ist, vielleicht ein bisschen dahinter, aber niemals irgendwo hier. Weil wenn der da ist, seid euch sicher, dass ihr auf jeden Fall auch über das hintere Bein primär mitarbeitet. Und das darf nicht passieren. Also erste Variante ist einfach ein präventiver Ausgleich zu bilateralem Training. Unilateral, dass die Hüfte ihre schönen Funktionen beibehält, dass ihr noch sprinten könnt, springen könnt, laufen könnt und euer Knie gesund haltet. Zweiter Punkt ist folgender. Es gibt Leute, die wollen das ein bisschen auf die Spitze treiben, auch wie ich. Oder die haben vielleicht ganz krasse Probleme mit dem Knie. Und die wollen wirklich gucken, dass der Adduktor richtig krass feuert. Die wollen vielleicht in so eine Richtung Pistol Squat gehen. Ja, das heißt, die wollen wirklich einen unilateralen Squat schaffen, der dann wie folgt aussehen kann zum Beispiel. Volle Stabilität auf dem einen Bein, auf dem ihr steht. Ihr geht kontrolliert runter in eine Hüftbeugung, Beinbeugung, geht kontrolliert runter.
tiefer, pausiert hier unten kontrolliert und arbeitet aus dem einen Bein kontrolliert auch wieder hoch. Zum Beispiel bei mir extrem wichtig, als ich das Gleichgewicht wieder erzeugen wollte zwischen Adduktorengruppe, Gluteus Medius, damit meine Kniescheibe wieder gerade trackt, hier den Fokus drauf zu setzen, hier hinzukommen und das ohne Knöllchen reinzubekommen, dann könnt ihr den Split-Squat natürlich wie folgt machen, dass ihr quasi die Belastung noch weiter nach vorne bringt und wirklich guckt, wie ich das gerade beim Pistol gemacht habe, dass das Knie weit nach vorne kommt, Belastung weit vorne ist auf dem Bein und ihr auch hier raus aus dem gesamten Bein rausarbeitet. Aber ihr merkt, der Parameter aus dem gesamten Beinarbeiten bleibt immer gleich. Ihr könnt so ein bisschen mit dem Gewicht arbeiten. Die eine Zielsetzung ist, das Ganze einfach präventiv zu machen fürs Knie, für die Kniebeuge. Oder die andere Zielsetzung ist es, wirklich so ein Pistol-Squat hinzubekommen, einbeinige Step-Ups mit Gewicht hinzubekommen. Aber aus anderen Gründen macht man den Split-Squat nicht. Ja, meine Freunde, das sind die zwei Gründe, aus denen man Bulgarian Split-Squats macht. Und so führt man das Ding auf, aus. Parameter bleiben immer gleich. Kontrolliertes, neutrales Becken. Rumpf bleibt angespannt. Belastung auf dem Bein, was auf dem Boden steht, über das gesamte Bein arbeiten immer. Ihr könnt die Winkel ein bisschen verändern, ihr könnt aufrechter sein, ihr könnt ein bisschen mehr über die Hüfte arbeiten, ihr könnt ganz weit nach vorne gehen, je nachdem, was eure Zielsetzung ist. Aber was ihr niemals machen dürft, ist das Becken abknicken lassen, in einem Hohlkreuz dastehen, die Belastung nach hinten bringen, im Prinzip all das, was der Typ in dem scheiß fucking Video gemacht hat. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video weiterhelfen können. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.